Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Far Cry 6. Oje, Guerrero. Oje. Ja, ich wollte auch mal hier gucken beim Guerrero-Lager. Was bräuchte ich denn noch für das Stecknetzwerk? Ich brauche noch ein bisschen Benzin. Ja, drei Stück. Ich hoffe, man findet es schnell. Aber müsste eigentlich. Währenddessen kann ich mal gucken. Für meine K98. Kann ich einen Schalldämpfer aufbauen? Ja! Nach 300 Jahren! Dann will ich auch bitte noch ein Fernrohr einbauen. Ja. Das wäre jetzt okay. Eine schicke Tarnung. Nee, lass mal. So ist okay. Man muss nicht übertreiben. Aber für meinen Supremo, da hätte ich gerne mal eine Tarnung. Und Rauchgranaten, das wäre schick. So, aber jetzt hier mal eine neue Tarnung. So bombenmäßig. Da gibt's ein Bombenwetter. Das sage ich dir. Gut, apropos Bombenwetter, wir müssen jetzt nach Lozania. Spricht man das aus? Naja, wenn ich nichts falsch ausgesprochen habe, ist ja nicht so schlimm. Wir müssen nämlich irgend so einen Gefangenentransporter abholen. Und ich spare euch den ganzen Weg bis dorthin. Weil ganz ehrlich, desto länger man spielt, desto mehr Laufwege braucht man. Und ja, das braucht man wirklich in Folgen wie diese nicht. Ich habe übrigens diesen Wagen hier hingetan. Gut, Leute. Das heißt, bis gleich. Und ja. Ciao. Gesperrten Luftraum. Achtung. Scheiße. Kannst du ihn mal mit deiner Abwehr? Er kann nicht weit kommen, Jai. Findet ihn. Werf die Waffe. Oh, Scheiße. Na, feiert ihr eine fette Party hier? Aber einer fehlt doch hier. Ne? Das bin ich. Ich ganz alleine fehle. So, easy. Gut. Ist Party auch wieder vorbei. Schön. Dann kommen wir jetzt mit dem Laster jetzt hier weg. Gut. Ist auch der Richtige. Dann los geht's. Carlos, ich hab den Truck. Gut. Hol mich an der Tankstelle ab. Bin unterwegs. Gut, verstanden. Ey, Manito, ich komme. Ich glaube, ich habe gerade ein paar Hühner überfahren. Egal, macht doch nichts. So, das ist hier irgendwie eine Altstadt. Immer die Mucke, die hier noch läuft. Als ob hier nicht genügend schon schreit nach Spanien oder Mexiko. Digga! Jetzt mal aufpassen mit deinen... Was war's? Ich das ist. Carlos. Bin gleich da. Gut. Bring den Truck in die Garage. Wird gemacht. So. Dani, du musst dich extra nochmal anrufen. Er sieht doch den Truck. Oh, guck mal, wird schon geöffnet. Das finde ich toll. Ist doch keine Tankstelle hier. Ist einfach eine Garage. Wow. Ein echter Verkleidungskünstler. Klappe zu und setz dich nach hinten. Okay. Seit dem Ausbruch, dass ich hierher zurückkomme. Meine Kinder sind hier früher zur Schule gegangen. Wie lange hast du gesessen? 8 Monate. Vielleicht länger. Ich habe 18 Stunden am Tag auf den Feldern geschuftet und das Gift geatmet, das einem den Verstand vernebelt. Puh, klingt grauenvoll. Ja, aber ich hatte Miguel. Wir haben uns gegenseitig Kraft gegeben. Stimmt. Du meintest, er wäre wie ein Sohn für dich. Er ist der härteste Kerl, den ich kenne. Ich habe ihn wie mein eigenes Kind aufgezogen. Hab ihm Boxen beigebracht. Er wäre Senor Yara geworden, hätte man uns nicht geschnappt. Wie habt ihr es rausgeschafft? Camila hat sich eines Nachts eingeschlichen und 3 Wachen aufgeschlitzt. Sie hat 2 Kugeln eingesteckt, eine Geisel genommen und Fili und mich rausgeholt. Oh ja, klingt nach Espada. Ganz mein Mädchen. Aber sie konnte Miguel nicht finden und der Aufruhr wurde immer größer. Also haben wir ihn mit 4 anderen zurückgelassen. Ich hoffe,
Er hat es irgendwie geschafft. Wir kommen näher. Klappe halten. Das klingt aber nach einer geilen Story. Carlos Montero, was machst du hier? Wo ist Miguel? Keine Ahnung, die Wachen haben ihn hier weggesperrt. Ja, da, das war's. Wir gehen. Geh, ich finde Miguel. Wirst du erwischt, stehst du gegen die Scheißarmee. Ist schon okay, Papa. Ich bin doch schon groß. Du hast sie nicht mehr alle. Wir treffen uns an der Tankstelle, wenn du ihn hast. Suerte. Bebinga. Ich weiß gar nicht, wie dieser Typ aussieht. Ein Ingenieur. Damit willkommen zurück zur Schule. Hier war ich ja lange nicht mehr. Oh, jetzt ist die K98 aber mega. Oh, der Alarm. Eine MP5-Maschinenpistole. Das ist ja cool. Das war knapp. Digga, wo denn? Ah, da auf dem Geschützturm. Ja, ich kann ihn nicht treffen von dort aus. Hab ich Spritzen? Nee, ich hab halt nur Dynamit. Au, au, au. Gott, suchen wir ihn mal. Ja, nee, nicht Feinkontakt. Alles super. Ist er hier drin? Ich hab nur eine Schlüsselkarte gefunden. Ah, hier, guck mal. Du bist hoffentlich mit. Da ist er ja. Gut, alles gesichert hier. Carlos, ich hab Miguel gefunden. Gute Arbeit, Turi. Dann hol ihn jetzt da raus und wir treffen uns an der Tankstelle. Okay. Wird schwierig, doch das schaffen wir. Mit Miguel schaffen wir alles. Oh, ist der gepanzert. Ja, das mache ich. Und einer noch hier irgendwo? Wir schaffen das! Ach nee, doch nicht einer. Noch ein paar mehr. Miguel, komm jetzt! Miguel Pablo! Ja, Miguel, du sollst kommen. Los, komm jetzt. Miguel. Meine Güte. Naja, noch ein Helikopter. Warum nicht? Ja, geil, die Raketen sind genau falsch geflogen. Wo ist jetzt der Heli? Mach sie fertig! Alles okay, alles wieder okay. Miguel, komm jetzt! Ich nach Hause. Digga, will er mich verarschen? Komm doch jetzt endlich. Kann der Kerl jetzt bitte kommen? Warte.
Was soll ich denn machen, wenn Miguel lieber dort hinten irgendwelche Chicken Wings isst, statt zu kommen? Was soll ich machen? Da merkt man wieder die tolle KI von Far Cry. Es ist unfassbar. So, Miguel, du kommst jetzt bitte. Ja, jetzt, dann komm. Okay, zum Glück sind hier keine Gegner mehr. Carlos, ich hab Miguel gefunden. Na, klar, müssen hier welche noch nachspawnen. Okay. Weil macht der Sinn. Vor allem, wie soll ich hier rauskommen, wenn das Tor zu ist? Wo werde ich denn angefallen? Ah, danke. Hat der extra das Tor geöffnet. So, Miguel, weiterlaufen jetzt. Nein, Miguel ist tot. Alles wieder gut. Okay, Miguel, jetzt laufen, laufen, laufen. Nicht jetzt brennen, bitte. Danke. Schneller, Miguel! Uff, uff, Mann. Oh. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Erstmal diese Flugabwehr zerstören. Bewege! Gut, das nehme ich mal alles mit hier. Wo ist das abgereichte Uran? Hier. Wer wird hier Supremus, Danny? Komm schon, sag's mir. Wovon redest du, verdammt, Juan? Ich bin sicher, du hast etwas Uran übrig, das dir ein Loch in die Tasche brennt. Wieso haben wir uns so lange nicht mehr gesehen? Sind meine Supremo- und Impro-Waffen nicht mehr gut genug? Natürlich sind sie das. Ich war nur beschäftigt. Sie? Naja, ich vermisse dich. Team Juan vermisst dich. Und falls du es schaffen solltest, befördert zu werden, statte ich dich gern mit ein paar von meinen Spielsachen aus. Nein, dieser Pisser-Helikopter muss jetzt ankommen. Hör auf. Lass uns einfach in Ruhe. Bitte, 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 tu einfach nichts. Ich will nur... Schnauze, Miguel. Komm nicht näher. Nicht aufhören! Miguel, sei doch mal still. Gott, oh Gott. Wir sind doch gleich zu Hause. Digga, er geht jetzt... er kann nicht mal hier runtersliden. Dann muss es extra außen rumlaufen. Mach sie fertig! Schnauze! Ja, komm, 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 ich will jetzt endlich hier rein. Schnell, Miguel. Ich will es mir hinter mir bringen. Rücke vor! Komm! Danke! Da ist er, Senor Yara. Na los, komm rein. Ja, Bruder, ich wusste, du kommst mich holen. Assere, du siehst fertig aus. Ich dachte, eure Vorräte wären rationiert. Du Drecksack. Noch trocken.
Das ist gut. Ich trinke seins. Miguel. Es tut mir leid, dass ich dich nicht früher geholt habe. Ich hab's versucht. Ich hätte dich niemals vergessen. Hör auf mit dem Scheiß. Wir wollen alle nur überleben, Bruder. Genug geredet. Gib mir diese scheiß Gitarre. Das war gut, Turi. Am Anfang wollte ich dich einfach wie ein Krokodil häuten, aber jetzt bist du auch ein Montero, Dani. Gracias. Also, sag ich jetzt auch Papa? Halt's Maul und trink. Tja, bisschen zu viel gesoffen. War ein geiler Abend. Und wieder die Melodie. Ich liebe sie. Kann ich jetzt deine Scheiße hier mal... Nein, mir fehlt immer noch das Benzin. Okay, was will denn Philly? Okay, das war komisch. Hast du große Träume, Held? Jetzt sind wir gute Freunde, oder? Bist doch nicht mehr sauer, weil ich dich beinahe hochgejagt habe. Hm? Wir müssen jetzt in die Zukunft blicken. Und in deiner Zukunft sehe ich ein Militärfahrzeug. Mit Spezialmunition, Spezialwaffen und Spezialsoße. Und das will Philly alles haben. Ich plane gern voraus. Und ich habe große Pläne, um die Montero-Feuerkraft aufzupolieren, okay? Der erste Schritt ist dieser Wagen. Sie beladen ihn im Yachthafen Ocaso. Bring den Wagen in einem Stück zu mir, Held. Ich hab große Pläne, Mann. Okay, wir besorgen ein bisschen davon was und dann kannst du schön ein bisschen rauchen. Gut. Das finde ich toll. Ja. Oh, ich würde eigentlich auch mal hier hochgehen und dann diese Basis ein. Aber alles in der nächsten Folge. Gut, ich hoffe, ihr hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.